Auszug aus Danzel Danzes Buch Dinge passieren nicht einfach so. Zufälle gibt es nicht, sorge dich nicht und gehe entspannt durchs Leben. Krankheiten, beruflicher Erfolg, Druck und Stress, Kindererziehung, Partnerschaft und Trennung, Unfälle, Verluste, Mobbing, Rassismus, Ungerechtigkeit, Burnout, Depressionen, Benachteiligung, Pech und Unglück. Sorge dich nicht um diese Dinge und gehe entspannt durchs Leben. Alles hat einen Sinn und der Zufall ist nur eine Illusion, weil unsere Intelligenz begrenzt ist. Wir machen ständig Pläne, aber viele davon laufen nicht so wie geplant und wir werden nervös und enttäuscht. Aber wenn wir annehmen würden, beziehungsweise wenn wir wüssten, dass es kein Fehler ist, dass es so passiert, dass es passieren sollte, wären wir ruhiger. Wir würden daraus nur lernen und den Plan ändern und verbessern. Und einige Tage, Wochen, Monate oder Jahre später würden wir erkennen, dass das, was passiert ist, das Beste war, was uns hätte passieren können. Wir kennen dieses Phänomen, wenn wir mit einem falschen Partner zusammen sind. Man liebt ihn und will ihn nicht loslassen. Wenn er gehen will, sieht man nur die Katastrophe. Ein paar Jahre später, in einer neuen Partnerschaft, fragt man sich dann, warum man darum gekämpft hatte, den Partner zu halten. Denn die neue Partnerschaft ist erfüllender und passt genau zu dem, was man wollte. Man ist glücklicher. So gesehen war die Trennung von dem anderen das Beste, was passieren konnte, um den richtigen Partner zu finden. Unfälle, schmerzhafte Erfahrungen, Krankheiten, das, was wir Unglück nennen, wird immer passieren. Manches wird wirklich so krass sein, dass man im ersten Moment keine Kraft haben kann, positiv zu denken. Trotzdem sollte man versuchen, positiv zu denken und nach dem Weinen, nach der Trauer fragen, welche guten Mitteilungen liegen darin? Welchen Nutzen kann ich daraus ziehen? Zufälle gibt es nicht. Nichts passiert zufällig und selbst Gedanken kommen nicht einfach so. Plötzlich denkst du an dein Handy, obwohl du tief in eine Arbeit versunken bist. Du denkst dir aber nichts dabei. War es nur Zufall? Einfach so ein Gedanke ohne Bedeutung? Und du ignorierst ihn und machst einfach so weiter mit deiner Arbeit? Dann hast du vielleicht gerade etwas Großartiges verpasst. Der Zufall existiert nicht. Der sogenannte moderne Mensch, den wir heute fast überall antreffen und der aus den bekannten Interessen so erzogen wird, dass er sich von der Natur trennt, ist einfach nicht schlau und intelligent genug, um alle komplexen kausalen Zusammenhänge der Dinge zu verstehen. Wir leben in einer sehr rational definierten und fixierten Welt, aber wir, bis auf dieses 1% der Menschen, die Macht über uns haben und uns diktieren, was wir denken sollen und wie wir uns verhalten sollen, wir vergessen, dass wir in einer unendlich komplexen Welt leben, die zwei Seiten hat, die sichtbare und die unsichtbare Seite. Deshalb entgehen uns oft kausale Verbindungen. Auch geworfene Würfel fallen nicht zufällig. Die Zahlen 1 bis 6 landen nicht einfach so auf dem Tisch, da die Würfel den Gesetzen der Anziehungskraft aus der Quantenphysik folgen. Ich zeige anderen diese Realität oft beim Mensch ärgere dich nicht spielen. Im Spiel passiert es, dass ich oft genau die Zahl würfle, die ich brauche, indem ich nur an diese Zahl dachte und sie mit Nachdruck wollte. Es ist erstaunlich, wie präzise das Ergebnis ist. Zu erstaunlich, um es Zufall zu nennen. Entweder hat sich mein Unterbewusstsein mit der richtigen Zahl synchronisiert, was bedeuten würde, dass alles schon in der Zukunft liegt und kommen wird, wie es ist, sobald man daran denkt. Oder ich habe durch meine Gedanken die Zahl gezogen, die ich wollte. So oder so spielen dabei physikalische und mathematische Gesetze, die ich hier nicht weiter ausführen möchte, eine Rolle. Diese Strategie kannst du auch für Glücksspiele im Casino nutzen. Auch die größten Glücksspielgewinner gewinnen nicht zufällig. Sie haben ein Geheimnis, das dazu führt, dass sie mehr Glück haben als die anderen. Was wir nicht sehen und mit unserer eingeschränkten menschlichen Intelligenz nicht erklären können, nennen wir Magie, Zufall, sinnlose Gedanken, Träume, Unwahrheiten, Spinnereien und Wahn. Und das, was wir sehen, nennen wir die einzige Wahrheit. Dass die beiden Welten mit logischen, kausalen Gesetzen miteinander verbunden sind, die den Sinn unseres Lebens verschlüsseln, wissen viele Menschen nicht. Das ist die wahre Verdummung der Menschen, herbeigeführt, um sie zu einem Spielball zu machen, um sie beliebig manipulieren zu können. Das Wort Zufall ist ein Missbrauch der Sprache, ein Ausdruck, welcher unsere Unwissenheit definiert, benutzt, um diese zu verdecken. Es ist für uns ein gern benutzter, praktischer Begriff,
der es uns ermöglicht, dem höheren Wissen über die Gesetze von Kausalitätsketten einen Namen zu geben. Denn diese sind für unseren menschlichen Verstand zu komplex, als dass wir ihre deterministische, logische Natur verstehen könnten. Der Zufall ist nur eine Illusion. Das Leben müssen wir leichter leben und es einfach leben.